Und damit herzlich willkommen, Leute, zu meiner Story-These zu Assassin's Creed Valhalla. Wenn euch das Video gefällt, bitte vergesst nicht, den Daumen nach oben zu drücken und zu abonnieren. Ich habe das Spiel vorbestellt und werde es auf jeden Fall auf meinem Kanal spielen. Also viel Spaß. Durch die Übergabe von dem Stab des Hermes an Layla treffen sich Atletea und Layla in Atlantis wieder und studieren die Zeit selbst durch die Macht der Isu, durch die Ureinwohner. Dabei finden sie heraus, dass es ein weiteres Artefakt in Norwegen gibt. Könnte Stab von Odin sein oder Hammer von Thor, das weiß ich noch nicht, da bin ich mir noch nicht sicher. Irgendwas Göttliches auf jeden Fall. Und dann gehen wir direkt rüber zum nächsten Video. Da habe ich auch was Gutes von Rise of the Tomb Raider gefunden. Layla klettert einen Lara wird jetzt Berg. nicht mehr von Nora Oh Chiller fuck. gesprochen. Sorry. Layla klettert einen Berg in Norwegen hoch, um das Artefakt zu finden und findet es dann schließlich. Verbindet es dann mit dem Animus und dann findet sie sich in der Welt in Norwegen wieder, wo wir auf die Wikinger treffen. So. Dann gucken wir uns den ersten Trailer an. So, dann sind wir in der Wikingerzeit in Norwegen, skandinavischen Zeit wieder. Und da sehen wir Odin und die ganzen Rituale, die durchgeführt werden. Und ein Stamm, der sich aufgebaut hat. Und ja, es wird auf jeden Fall ziemlich interessant werden. Sie beschließen aber weiterzuziehen, weswegen auch immer. Da wissen wir noch nicht drüber, wieso sie wegziehen. Und machen dann Raubzüge, um natürlich an Waren zu kommen und Geld und Rohstoffe. Hier kann man aber nochmal gut sehen, dass Eivor hier die Familie verschont hat. Was ich auch ziemlich gut finde, das bestätigt auch nochmal, dass man nicht immer auf Raubzügen alle umbringen muss, sondern man hat immer die Wahl, ob man jemanden am Leben lässt oder nicht. Und ja, gucken wir uns den Trailer weiter an. Dann bilden sie ein Dorf zusammen, das wissen wir ja auch schon soweit. Dann der englische König ist nicht erfreut darüber, dass die Wikinger auf Raubzüge gehen und die Dörfer verbrennen und deren Rohstoffe stehlen. Und es geht ein Warnbrief raus an die Wikinger, dass wenn sie so weitermachen, dass es Krieg geben wird. Und so kommt es auch, dass die Wikinger nicht Halt machen und sagen, so wenn sie Krieg wollen, dann kriegen sie Krieg. Und Wikinger waren zu der damaligen Zeit die stärksten Seefahrer. Das heißt, da werden auf jeden Fall auch wieder Schiffskämpfe kommen. Und auch brennende Pfeile, wie man so schön sehen kann, wie in Assassin's Creed Odyssey. Und ja, man kann wieder riesige Schlachten führen, wie in Assassin's Creed Odyssey, was ja auch ziemlich nice war. Und ja, uns wurde auch bestätigt, dass man an der Optik an Rüstung viel verändern kann, die Farbe, und wenn man es upgradet, dann ändert sich auch das Aussehen. Und. Also es gibt noch sehr vieles Spannendes, was wir noch nicht wissen. Und ja, da stirbt einer seiner Dorfbewohner und er kriegt dann irgendwie so einen Rausch. Ist wahrscheinlich einer der Fähigkeiten dann, so wie dieser spartanische Rausch, den wir in Assassin's Creed Odyssey hatten. Und da sieht man Odin ganz schön zu sehen. Ich denke mal, Odin wird die göttliche Macht sein, die hinter Eivor ist. Also er wird ihm Kraft verleihen. Ich meine, sie beten auch Odin an. Deswegen denke ich mal, dass er ihm Kraft verleihen wird. Und eventuell ihn dazu leiten wird, irgendwie Thors Hammer zu bekommen oder so. Da wird es bestimmt ein Easter Egg oder eine Quest geben, weil Thor spielt auch in der nordischen Mythologie eine sehr große Rolle. Kann man übrigens auf Wikipedia nachlesen. Das habe ich eben gemacht. Und ja, gucken wir uns den Trailer weiter an.
ist mit uns! Odin ist mit uns. Da kann man auch den Raben ganz schön sehen. Von dem gibt es auch übrigens sehr viel, wird es auch Skins geben. Da das Aussehen von dem Raben kann man auch ändern. So, hier kann man nochmal ganz schön sehen. Ich habe mir sehr viele Videos angeguckt und niemand hat darüber geredet. Es gibt einmal den Feldherrn, der im Kampfgebiet ist und die Soldaten anführt. Dann gibt es einen Polemarchen, der weiter oben steht und dem Feldherrn sagt, ob er ihn töten darf oder nicht. Deswegen guckt er auch zurück und will erstmal seine Erlaubnis von dem Typen auf dem Pferd, ob er ihn töten darf oder nicht. Aber was er nicht bedenkt, ist, dass Eivor eine versteckte Klinge hat. Dazu will ich auch noch ganz kurz was sagen. Ich denke, dass auf jeden Fall in Assassin's Creed Valhalla, dass die es so machen werden, dass auf jeden Fall die Entstehung des Konfliktes zwischen den Assassinen, zwischen der Assassinenbruderschaft und den Templern erklärt wird. Das würde ich auf jeden Fall riesig feiern und ihr, glaube ich, auch. Und ja, das wäre eine logische Erklärung für die versteckte Klinge. So, dann will ich euch mit euch nochmal das Gameplay Cinematic Trailer ansehen. Ist kein richtiges Gameplay, aber. So. Ganz kurzer Stopp. Ich denke, wir werden Tavernen haben, wo wir Nebenquests erfüllen können, wo Aufträge für die Leute Aufträge für uns haben. Und trinken und ja, Trinkspiele soll es ja auch geben. So, hier übrigens, hier ganz kurz zurück, die versteckte Klinge, die verändert sich auch, wenn man die upgradet. So, weiter. Hier, ich denke, das ist entweder ein Stall oder unsere Unterkunft, wo wir uns tätowieren lassen können oder ausruhen oder eine Familie gründen können. Oder eventuell sogar Trophäen sammeln. Hier oben rechts gibt es so Käfige. Vielleicht kann man so Tiere einsperren oder sowas. Oder hier stehen dann die Rabenskins und die man dann auswählen kann. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Natürlich wieder historische Orte oder Synchronisationspunkte, könnte das auch sein. So, hier, ich vermute mal, dass es Gräber geben wird, wo es legendäre Sachen gibt von früheren Feldherren oder Königen. Oder, was ich mir auch gut vorstellen könnte, dass das ein Zusammenhang ist von den Templerorden. Rituelle Steine, irgendwie, wo man was verbessern kann vielleicht. Oder einen Fähigkeitspunkt bekommt. Ich könnte mir vorstellen, dass hier uns wurde mitgeteilt, dass man politische Entscheidungen treffen kann und mit Königen
sich verbinden kann, um gegen ein anderes Königreich zu kämpfen, weil die Wikinger allein sind nicht stark genug, um gegen ein ganzes Königreich zu kämpfen. Deshalb könnte ich mir gut vorstellen, dass das einer unserer Verbündeten sein wird. Dieser laufende Kick ist auch ziemlich nice. Ich hoffe, das werden die im Kampfsystem einführen, dass man so sein Attentat machen kann. Also einer der Attentatsmöglichkeiten. So, ganz kurz hier. Es gibt diese Belagerungsmaschinen oder wie nennt man die? Ich komme jetzt nicht auf den Namen, schreibt es in die Kommentare. Es gibt diese Dinger der alten Zeit, mit denen man die Türen auftreten kann oder kaputt öffnen kann. Whatever. Ihr wisst, was ich meine. Dann einer der geilsten Sachen, es gibt Tomahawks, was ich auch ziemlich feier. Und da weint er wahrscheinlich entweder, weil er ein ge totales Gefühlschaos hat, weil vielleicht wurde sein Dorf überrannt und die mussten deshalb wegziehen und vielleicht fühlt er sich schuldig, weil er das jetzt für andere tut, also gegen andere. Und wie die, er weiß ganz genau, wie die sich dabei fühlen und vielleicht fühlt er sich schuldig und hat Schuldgefühle, könnte ich mir gut vorstellen. Deswegen hat er Tränen in den Augen. Auf jeden Fall ein sehr emotionales Moment, was hier uns gezeigt wird. Und ja. Das war's auch schon zu Assassin's Creed Valhalla. Bis jetzt gibt es leider noch keine anderen Videos. Ich würde gerne mehr Infos rausbringen. Also wenn euch das Video gefällt, dann lasst es mich wissen. Dann haue ich auch ein paar Infovideos raus von dem, was ich bis jetzt weiß. Also Fakten, nicht nur Thesen. Das ist jetzt nur eine Story-These gewesen von mir, wie sie auf die Wikingerzeit kommen und was es mit den Assassinen und Templern auf sich hat. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein.